Nein, fast. Warte, wie Heidi heute am Nuscheln ist, das geht gar nicht klar, ja, ey, ohne Spaß. Unglaublich. Nimm dir mal die Haare aus dem Mund. Die Haare aus dem Mund? Ja, du bist doch ein scheiß Emo mittlerweile mit deiner komischen Elvis-Frisur. Stell mich doch einfach lauter. Ich kann dich nicht noch lauter stellen, du bist schon auf plus 19. Ja, nee, doch, könnte ich auf plus 20 stehen. Ja, genau. Ich werde, wenn du einfach deutlich redest, Hajo, nicht so, als wenn du gerade erst aufgestanden wärst. Also, ich hab's jetzt noch ein bisschen, ich hab's jetzt noch ein bisschen lauter gemacht. Ja, das ist tatsächlich mal gar nicht so verkehrt. Alter, das Spiel ist. Das ist nicht so verkehrt, Mama! Boah, das ist sehr laut. Ja, voll geil, oder? So. Wie mach ich das denn jetzt? Das muss doch irgendwie funktionieren. Kann der Ron. Nee, auch nicht. Alter, was ein Sprung. It's like Pina. Nee, und wie ging der nochmal? If you like Pina Colada. Ach, if you like. Okay. Ja, genau. Boah, hör das doch bei YouTube eben an, dann weißt du doch. Ja, ich kann nicht, ich bin in der Aufnahme. Ach ja, stimmt. Dann kommt euch wieder die GEMA und snackt uns weg. Und dann sagst du der GEMA weg. Und dann sagt die, ne, ich bin nicht. Wir haben Urheberrechte verletzt, Mama. Oh ja. Ja, sowas finde ich auch nicht in Ordnung. Ohne Scheiß. Ja, was ist das? Alter, was ist das? Das war aber Bram diesmal. Das war Brammen. Ja, ja. Was war Bram, das, du warst das? Ja, das warst du wohl, weil du mich runterschlagen wolltest, weil du zu inkompetent warst, mich zu treffen. Ja, schön, Peter. Das war ich nicht. Fick dich. Ja, das ist Bram. Hat er dich jetzt? Er hat mich gerade schon wieder geschlagen. Ja, ja, ach, Quatsch, das mach ich nicht. Ich hab eine Videoaufnahme, die genau das Gegenteil beweist. Naja. Ja. Problem ist, ich muss da relativ schnell durch. Fuck, ey, das ist aber echt schwierig. Boah, oh Mann. If you like Pina Colada, Heidi's Mama will swallow your ass. Okay, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie das gehen soll. Also ich spring schon relativ spät. Doch, das geht. Okay. Das geht. Du hast es doch selber noch gar nicht geschafft. Wie willst du das jetzt dann einfach so behaupten? Hm? Weil ich gerade eigentlich gerade schon drauf ging, aber wieder runtergefallen bin. Ja, ja. Da habe ich gesagt, ja! Und dann habe ich gesagt, nee, doch nicht. Ja, auf jeden Fall. Also dann halt nicht. Fuck! Ach, Mann, alter Vater! Ey, warum denn immer solche Scheiße? Boah. Ich fand da mit dem Baum gerade voll witzig, ja. Und jetzt kommt wieder so eine einfallslose Scheiße hier, die wir schon hatten. Ganz ehrlich, das ist einfach so lame, wenn man immer so ein Recycling betreibt. Ja, nicht, dass jeder Adventure Map aus dem gleichen Sprung im Prinzip besteht. Ja, aber das ist mir egal, weißt du, aber man muss ja nicht innerhalb derselben Adventure Map die gleiche Scheiße machen. Voll geil, dass du gleich und gleichen und selben richtig verwendet hast. Ja. Das heißt aber nicht verbündet, sondern verbunden. Verbunden? Er hat verwendet gesagt. Ja, echt mal. Wasch dir mal die Ohren und Lutscher. Hast du nicht gesagt verbindet? Warum soll ich denn nein verbindet sagen? Ich hab gesagt verwendet. Das hat ja keinen Sinn. Du verwendest. Ich hab gerade verbindet verstanden. Ja, doch. Ich verstehe so, was du willst, oder? Du bist ja auch behindert im Kopf. Alter! Das ist doch Kackjes. Ha, die dürfen dich ab jetzt nur 3 nennen. Wieso? Er lacht schon mal was, aber nicht wieso. Ich weiß aber auch nicht wieso. Ja, nur so. Ich sehe das noch nicht, wie das hier, ne? Ich sehe das noch nicht. Ja, nein! Ach, du hast doch keine Ahnung, Bram, aber doch kein Bullshit. Und Peter, hast du schon die nächste Folge Game of Thrones gesehen? Nein, habe ich noch nicht gesehen. Du? Nee, auch noch nicht. Ich will echt nur wissen, ob die wieder genauso awesome ist wie die erste. Weiß ich noch nicht. Werde ich hoffentlich heute Abend herausfinden. Ich auch. Hoffentlich hat Christian nachher Zeit. Bram, wenn du da schon mal drauf standest, ne? Hast du das in einmal gemacht oder hast du mit... Ja! Wieder! Diesmal bin ich auch nicht drüber gesprungen. Ey, das gibt's doch gar nicht. Wie ist der Trick jetzt dabei? Das ist ja unglaublich. Weiß ich allerdings auch nicht, wie das gehen soll. Ja, einfach ganz, ganz spät abspringen. Ja, machen wir ja nicht. Na egal, Hadi. Ich weiß, wie das geht. Ja, okay. Mal gucken, ob du das jetzt nochmal schaffst. Hast du den runtergeholt? Ja, ich hab den meinen runtergeholt. Ja, das Übliche halt. Das findet Bram voll geil.
geht ja voll ab, ne, der schlimm. Du wirst nachher die Challenge auch wieder aufgeben, wenn du ein Bobby bist. Okay. Ja! Nein! Nein! Ich bin Durosprung! Nein, Durosprung! Ich war noch weiter als du! Ich war noch weiter als du! Fick die Henne, ey. Ich war schon einmal noch eine Runde weiter. Alter, das ist... Okay, das, wie ich das jetzt gemacht habe, weiß ich allerdings nicht. Boah, und dann kommt dieser scheiß Guru-Sprung. Warte mal. Nö. Dann kommt gerade eine Kuh rein, hat uns zugeguckt. Wieso hab ich denn den Guru-Sprung gehabt? Ich hab nicht mal Shift gedrückt, ja. Was ist denn das für eine Scheiße mittlerweile? Ja, Nord hat den Programmcode nochmal verschlechtert. Ja. Wobei, jetzt soll bald Update 1.6 rauskommen, wa? Wobei, bald ist natürlich noch krass definiert bei Minecraft, aber... Ja, wann soll... Was soll denn... Was soll denn schon näher Infos, was darin enthalten sein soll? Ja, so Pferde, auf denen man reiten kann. Pferde? Die man wahrscheinlich mit Möhren füttern muss. Keine Ahnung. Könnte ich mir aber zumindest vorstellen, ja. Pferde klingt ja wohl mal geil. Damit kann man wenigstens mal wieder einen gescheiten paar größere Strecken überwinden. Meinst du, da gibt es auch Pferdefleisch? Hoffentlich. Ja, kann sich so, und wenn man sich da so Lasagne machen könnte. Das wäre so geil makaber, ich würde es feiern. Eigentlich müssten die das machen, das wäre hammerwitzig. Wobei, ich weiß gar nicht, ob der Skandal... Ehrlich gesagt, habe ich den Skandal nicht so mega verfolgt. Ist ja auch außerhalb von Deutschland groß gewesen. Ich glaube, wenig. Ich glaube, das Ausland hat sich eher darüber lustig gemacht. Ja, dann vielleicht, wenn sie es im Norden mitgekriegt haben... Oder man kann sich Pferdesalami oder so machen. Das wäre natürlich auch geil. Das wäre auch so Premium einfach nur. Peter, hast du das eigentlich schon mal geschafft? Nee, nein. Hat er nicht, aber er ist hochkonzentriert. Ich mal Peter, was hältst du von Pferdesalami? Voll geil. Smackeleck, Junge. Boah, ich war schon wieder fast drauf. Smackeleck, Junge. Das regt mich ja auf. Ohne Spaß, ich jetzt mal wieder voll Bock auf Volland und hier Frikandeln mit Frikandeln Spezial mit Zwiebeln und Pommes und Mayo. Ohne Spaß, ich war bei meinen Eltern und da haben die mir wie hießen die? Die Bälle, die komischen gefüllten Bälle mitgegeben. Krokettchen. Fleischkroketten. Ja, genau, danke schön, Fleischkrokettchen, so. Für die Friteuse. Die waren schon lange nicht mehr da, ne? Waren wir das letzte Mal? Letztes Mal waren wir, ja, gestern, oder? Als wir Gras holen waren. So. Echt, ohne Spaß, das ist jetzt schon 2 Jahre her, dass wir das letzte Mal da waren. Echt? Wir waren letztes Jahr doch in Renesse. 2011? Nee, letztes Jahr waren wir definitiv nicht da. Klar waren wir letztes Jahr in Renesse. Wir waren letztes Jahr nicht da. Wir wollten, aber wir haben es ja nicht gemacht. Echt, waren wir nicht in Renesse? Nee, 2011 waren wir das letzte Mal. Ja, stimmt. Den einzigen Urlaub, den ich letztes Jahr gemacht habe, war tatsächlich die Türkei. Nicht mal so einen kleinen geilen Campingurlaub haben wir gemacht. Nee. Alter, müssen wir dies aber nachholen. Ja, du, von mir aus gerne, ne? Müssen wir nur gucken, ob alle Zeit haben dann halt auch. Ja, und fahren wir zu zweit. Ja, dann müssen wir nur gucken, wo wir bleiben, ne? Ja, dann mieten wir uns halt einen Bungalow. Camping, too old for this shit. Ich bin zu alt für... Ja, das sehe ich aber genauso. Lol, Camping ist ja voll geil. Mit ja, Grillen Camping und so weiter. Geil. Ja, ich möchte das nochmal sehen, wie du so einen Schmiedeofen entfachst. Das war echt geil. Bei Johnny? Ja, wo der Grill fast weggeschmolzen ist. Ja, nicht nur der Grill, der Baum, um den hab ich mir viel mehr Sorgen gemacht, der im Hintergrund stand. Oh ja. Boah, ohne Spaß, ich komme jetzt gerade auch nicht mehr hoch. Ein bisschen Gewicht abwerfen hier. Da hätte ich voll Bock mal drauf. Schön in diesen geilen, wie heißt der Laden nochmal? Dieser Supermarkt? C1000. C1000 oder so, ja. Voll geil, immer schön Grillfleisch holen und... Ja, Rosinenbrot natürlich, darf auch nicht. Und natürlich unsere Aioli, Dennis, ne? Ist boah, klar? Alter, die Aioli und Spaß, da muss eigentlich sowieso nochmal eingerieben werden. Getrocknete Tomaten-Aioli. Boah, mit diesem richtig fluffigen geil. Baguette, Junge, ey, Alter. Boah, ich hätte jetzt voll Bock darauf. Ja, lass fahren. Alles klar, vielen Dank für Zuschauen, wa? Ja. Peter sagt da gar nichts zu. Peter macht da keinen Bock drauf. Nee, Peter hat da keinen Bock mehr drauf, scheinbar. Soll ich alle? Der halbe Hahn, der macht mir meinen Skill kaputt. Ich muss mal eben kacken gehen. Boah. Peter geht kacken. Eklig. Kein Problem. Warte, ich rieche bis hier. Was denn, die Aioli? Nee, Peter, Schiss. Ach so.
Ohne Spaß, die Kuh macht mich bescheuert. Fick dich, Kuh. Weißt du noch, als wir in Holland am Strand die Shisha aufgebaut haben? Boah, ja, boah, wo diesen geilen Windschutz gebaut haben. Ja, das war so geil. Weißt du, so dies. Oh ja, Shisha in der Alter, die Shisha hat aber auch einiges mitgemacht, ey. Die ist ja echt, die war ja Dauer an, ey. Außer ja, die ist nicht nur mega verschlissen worden, die war auch mega siffig eigentlich. Oh ja. Und was wir da alles in unsere Lungen gezogen haben, das war. Wie viel Kohle wir verballert haben, ey. Wir haben ja eigentlich so ein großes Big Pack Kohle mitgenommen, ne? Ja, so ein Karton haben wir nicht wieder mitgenommen. Und das haben wir nicht wieder mit zurückgenommen. Ah, ja. Ah, fuck, ey. Oh, scheiße, ey. Das müsste sowas jedes Jahr Pflicht sein. So ein Pizmeet-Renaissance. Ja, zumindest irgendwie so 3-4 Tage oder so. Weißt du, muss ja gar nicht so lange sein. Ja, auf jeden Fall. Einfach nur, damit man jedes Jahr was hat, wo man sagen kann, alles klar, erinnern wir uns in 200 Jahren, erinnern wir uns danach dran, wenn wir mal alt sind. Eben. Oder einfach einmal im Jahr, wo man sich auf was freuen kann oder so. Ja, ich freue mich auf jedes Wochenende. Mittlerweile. Jedes Wochenende? Ja. Boah, Junge. Deine Mama kommt dann immer zu Besuch. Geil. Und dann spült die mir ihren Mund aus. Nice, Hardy. Boah, ey, nach 5 Millionen Jahren mal wieder gestorben. Fick dich, Bram, du kannst mal richtig derbe am Arsch knutschen. Ich bleib mit dir erstmal und genieß die Aussicht. Ja, du genießt die Aussicht, sagst du? Ja. Ich spring jetzt nicht, ich glaub's doch selber nicht, dass ich das jetzt mache. Warte, das kannst du sowas von knicken. Boah, ich muss nur kurz meine Hände mal entspannen hier. So. Oh, ja, auf jeden Fall. Den Rücken und mein Penis. Das wäre jetzt absoluter Selbstmord, das jetzt zu machen. Nein, niemals. Auf jeden Fall. Ah, es hat getrunken, weißt du, ein bisschen wieder Wohlergehen erhöht. Ja. Ah, da bin ich runtergefallen. Das ist natürlich schrecklich. Da bin ich runtergefallen. Das ist natürlich ärgerlich. Oh, da bin ich schon wieder runtergefallen, das war sehr ärgerlich. So, lass mir die ganze Scheiße hier wegschmeißen. Meinst du ein bisschen leichter? Ja. Ach, Bram, wollen wir nicht ja, komm, wir machen Waffenstillstand, ja? Aber für die Challenge hier. Okay. Aber du musst dich ja wirklich dran halten. Alles andere ist echt Vertragsbruch im Krieg. Das gilt nicht. Das ist gegen die Generation oder so eine Scheiße. Ja, ist ja gut. Okay. Ich hab mich nein! Gehalten. Boah, ich verkacke immer diesen Sprung zur nächsten Ecke, ey. Ich hatte voll den Guru-Sprung, ey. Nein! Ja, ich hab's aber auch nur in einem Mal von 30 Versuchen. Lol, hab ich wieder geschafft. Na, hast du auch schnell 30 Versuche gemacht? Ja. So, jetzt aber. Boah, Alter, mein Gegner hat mir meine E-Mails ab. Ich hätte mein E-Mails-Programm mal schließen sollen. Alter, wie hoch das noch ist, ey. Ja, aber du machst das halt. Gerade du bist immer so konzentriert. Ja, total. Boah, ich muss jetzt erstmal. Lol! Alter, ich dachte, das Ding geht bis zur Wand und ich wollte mich gerade in die Ecke stellen. Alter, das war mal richtig dumm. Da haben sie mich aber verarscht, ey. Moment, darf mal was Neues. Das gab es vorher noch nicht. Ja. Boah, ich schaff das aber auch. Komischerweise, irgendwie habe ich manchmal das Gefühl, dass meiner nicht schnell genug springt. Ja, du hast dir den falschen Warframe ausgesucht, Daniel. Hast du eigentlich gelesen, ein paar Kommentare noch von der Trash Night? Überflogen höchstens, aber ich weiß jetzt bezüglich nicht. Auch, dass wir unser Level gar nicht gesteigert haben. Ja, das habe ich gelesen. Das stand irgendwie oben links in der Ecke oder so ein Kram. Boah, Alter, was sind das denn für Sprünge? Oh ja. Boah. Ah, so. Nein! Und da springt er nicht. Ah! Ja, du musst aber auch immer abspringen wie ein letztes Schnittchen am Rande der Kacke, ey. Sag mal, Bram, ich hab grad mal überlegt, waren wir überhaupt schon mal zusammen in Renesse bei Jay? Nö. Nee, du bist oder? Ja nie mitgekommen die letzten Jahre, du hast immer keinen Bock. Das stimmt. Du hast immer keinen Bock, Peter. Ich glaube, es lag an anderen Dingen. Und du hast immer was verpasst. Aber ich war
davor einmal da, aber da warst du, glaube ich, nicht da. Echt?